Herzlich willkommen da zum Podiumsgespräch von der Berufswelt Days. Mein Name ist Steffi und ich arbeite bei Justi im Marketing und in der Kommunikation. Und mit mir da ist Vanessa Glavadeccia von der Ems Chemie und Nina Panzer von Hamilton Bonaduz AG. Vielleicht noch kurz so ein das Ziel und der Grund für die Berufswelt Days Graubünden. Viele Messen sind ja abgesagt worden, Berufsmessen, und darum als ergänzende Lösung eigentlich haben wir jetzt mal den Berufswelt Days Graubünden organisiert. Es geht darum, dass Firmen aus dem Kanton sich können vorstellen können und Lehrpersonen, Eltern und auch Schülerinnen und Schüler Fragen können stellen, wo wir ihnen eigentlich als Experte oder auch jetzt ihr aus der Praxis ihnen zur Verfügung stehen für Antworten. Das Ziel ist eigentlich, dass die Lehrpersonen dann das Webinar ins Klassenzimmer übertragen über den Beamer, sodass eigentlich die jeweiligen Klassen die Infos gerade ins Klassenzimmer geliefert bekommen. Jetzt haben wir hier Fragen gesammelt von Lehrpersonen, die jetzt mal allgemein ums Thema Bewerbungsgespräch, Bewerbungsdokument und so geht. Und ich würde jetzt gerne mit euch Experten mal anschauen und so ein bisschen diskutieren und Antworten finden auf die spannende Frage. Genau. Dann haben wir eigentlich da schon die erste Frage. Und zwar ist die gestellt worden von einer Lehrperson. Und sie fragt, wenn eine Schülerin oder ein Schüler einen sehr guten Eindruck bei der Schnupperlehre hinterlassen hat, aber in der Schule eher schwächere Noten hat, so 4 bis 4,5, hat die Schülerin oder der Schüler trotzdem eine Chance auf eine Lehrstelle? Könnt ihr da vielleicht, Nina, willst du anfangen? Wie sieht das bei euch aus? Haben so Schüler mit schwächeren Noten eine Chance? Also eben, ich will das jetzt auch nicht pauschalisieren und sagen, nein, grundsätzlich haben so Schüler gar keine Chance. Es kommt erstens einmal, eben, wir dann immer den Gesamteindruck bewerten. Also dort wird nicht nur die Noten bewertet, da wird wirklich auch das Verhalten während der Schnupperlehre, der ganze Auftritt während der Schnupperlehre bewertet. So das Gesamtbild. Und nachher kommt es natürlich auch noch darauf an, was ist es für eine Lehrstelle. Wir tun dort natürlich schon auch gewisse Abstufungen machen und schauen oder machen schon gewisse Vorselektionierung. Ja, was sind die Anforderungen bei dieser Lehrstelle? Weil wir möchten auch nicht jemandem falsche Hoffnungen machen und sagen, ja, komm vorbei, komm go schnuppern, nimm dir Zeit auf dich. Und nachher sagen wir, ja, im Fall schulisch langt es dir dann wahrscheinlich nachher auch nicht. Dort machen wir gewisse schon eine Abstufung, weil wir merken, dass teilweise von verschiedenen Seiten einfach vielleicht auch eine gewisse Überschätzung ist oder gar nicht bewusst, was das eigentlich auch nachher schulisch heisst. Ja, Vanessa, kannst du da noch ergänzen? Wie sieht das bei euch aus? Haben Realschüler und Realschülerinnen auch Chance auf so beliebte Lehrstellen? Genau, es ist wie Nina gesagt hat, oder? Man muss auch immer das Anforderungsprofil anschauen, was wird verlangt vom Lehrberuf her. Schule ist wie auch Praxis, oder? Und nachher kann man das mit dem Zeugnis auch vergleichen oder eben dann auch einen Berufscheck und so weiter, verschiedene Instrumente, die uns unterstützen, dann für den Entscheid. Und ich sage immer, der Schüler oder der Bewerber, es ist nicht nur die Zeugnisnote, die gilt, sondern im Zeugnis hat man ja auch noch die Lernarbeit und das Sozialverhalten, das durch die Lehrer bewertet wird. Auch dort ist extrem wichtig, dass man ein gutes Verhalten zeigt, oder? Weil wenn es dann ungenügend ist oder genügend, dann hinterfragt sich der Betrieb, ja, warum ist das so? Haben ja konkret jetzt schon mal jemand eingestellt, wie es jetzt in dem Fall beschrieben ist, schon schwächere Noten gehabt, der aber nachher bei euch die Chance bekommen hat und die Lehre super angefangen hat. Kann man da, haben wir da einen Fall gehabt? Nina, vielleicht bei euch? Ja, also ich sage, so Fälle gibt es immer wieder und darum finde ich es auch wichtig, dass man denen gerade denen die Chance gibt, weil eben Schule ist und dann wirklich die Ausbildung ist schon einmal ein bisschen etwas anders. Und bei vielen geht dann auch der Knopf auf und dann sagen sie mal, die Thematik interessiert mich wirklich extrem, da kann ich mich auch voll entfalten und ja, schlussendlich sind es dann nachher die, wo ja, da fast Überflüger werden, je nachdem. Also es gibt immer wieder so schöne Geschichten. Darum, ja,
das Gesamtpaket und eben wirklich auch das Feuer, finde ich, für den jeweiligen Beruf. Das ist das, was es eigentlich ausmacht. Ja, schön zu hören. Ich glaube, dann haben wir die Frage relativ gut beantwortet. Dann springen wir doch gerade schon zu der nächsten. Die ist auch gestellt worden von einer Lehrperson. Müssen die Bewerbungsschreiben perfekt geschrieben sein? Im Sinn von, ist es sinnvoll, die Bewerbung von einem Schüler oder von einer Schülerin so zu korrigieren, dass fast zu perfekt geschrieben ist, dass gar nicht mehr so der Schülersprache entspricht. Vanessa, wie siehst du das? Wie ist das bei euch? Ich glaube, es ist wichtig, dass man sicher die grammatikalischen Sachen anschaut oder sich Unterstützung holt, gerade den Schüler, dass er den Lehrer fragt oder das Mami daheim fragt, kannst du mir das Motivationsschreiben oder Bewerbungsschreiben mal durchlesen und noch Inputs geben. Aber ich finde nicht gut, wenn das ganze Schreiben nachher umgestellt wird, oder? Weil wir als Betrieb, ich merke sehr schnell, ob das jetzt ein Schüler geschrieben hat in der dritten Oberstufe oder ob da eben das Mami, der Papi oder sonst jemand mitgewirkt hat. Also das merkst du relativ schnell. Was ich ganz wichtig finde, dass es wirklich auch der Wahrheit entspricht. Dass man nicht Sachen drin nimmt, die eigentlich gar nicht einem zutreffen. Gerade auch mit den Stärken, oder? Es gibt immer so die schöne Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und so weiter, oder? Aber wenn man nicht pünktlich ist, ist es nicht sehr wertvoll, wenn man das drin notiert. Oder auch Zukunftsabsichten oder im KV-Bereich ist oft so, ja, ist eine gute Grundbasis, oder? Ja, warum ist es denn eine gute Grundbasis? Was ist deine Zukunft? Also so Fragen werden dann auch kommen im Vorstellungsgespräch. Und dem muss man sich bewusst sein, das, was man schreibt, im Bewerbungsschreiben, kann auch abgefragt werden im Vorstellungsgespräch, oder? Und da muss man dann Antworten haben, da merkt man relativ schnell, wer ist gut vorbereitet und wer hat eben eher die Unterstützung von sonst jemandem gehabt. Ja. Nina, wie ist es bei euch? Merkt ihr das auch oft, wenn ein Bewerbungsschreiben nicht von einem Schüler oder von einer Schülerin selber geschrieben ist? Ja, also ich glaube, das merkt man wirklich gerade bei den ersten Sätzen, die man durchliest. Oh, da hat sicher jemand ein bisschen mehr unterstützt, als was nötig gewesen wäre. Eben, also da kann ich der Vanessa komplett zustimmen. Also das Wichtigste ist, dass es authentisch ist. Also ich sage auch lieber, ja, lieber mal so einen Schreibfehler drin, aber man weiß, okay, die Person hat es wirklich selber geschrieben. Also einfach nur die Mama abdöckelt und noch ausgeschmückt und eben alles ergänzt und erweitert. Ja, das ist für uns einfach nicht mehr authentisch. Und dann haben wir einfach schon wieder gerade so ein bisschen den faden Beigeschmack im Hintergrund. Und das hat Vanessa auch sehr gut gesagt. Ich meine, wenn etwas im Schreiben drin ist, wie spezielle Fähigkeiten, ja, dann können es darauf gehen, dass wir natürlich genau auf diese Sachen eingehen und nachfragen. Und dann finde ich es dann gerade umso schwieriger, wenn man sagt, ja, nein, eigentlich bin ich das gar nicht so in dem Stil, ja. Genau. Die dritte Frage, wie sehen bei euch Schnupperlehren während der Corona-Zeiten aus? Vanessa, willst du vielleicht gerade schnell anfangen? Auf was muss sich ein Schüler, eine Schülerin einstellen? Gibt es bei euch überhaupt noch Möglichkeiten zum Schnuppern oder ist es komplett eingestellt im Moment? Wie sieht das bei euch aus? Bei uns laufen weiterhin Schnupperlehren. Wir begrüßen jede Bewerbung, die reinkommt für den Lehrstart 21 oder auch 22. Bei uns auf dem Werkplatz haben wir gar klare Vorschriften. Wir haben Maskenpflicht. Wir haben den Abstand, den wir einhalten müssen. Wie auch Handwaschen und Handdesinfizieren gehört zum Alltag. Und ja, auf so etwas muss man sich sicher einstellen, wenn man in die Schnupperlehre kommt. Wie auch die Maskenpflicht, die jetzt einfach wirklich dazu gehört und alle müssen tragen. Was ein bisschen speziell ist, ist, es gibt Lehrberufe, wo man die Schnuppertagzeit, also die Dauer von der Schnupperlehre, Entschuldigung, angepasst haben. Das heisst, okay, wenn man jetzt im Lehrberuf Polymechaniker 5 Tage hatten, sind wir jetzt vielleicht noch bei 3 Tagen. Ja, und wie sieht das bei euch jetzt aus bezüglich der Lehrstellen? Könnt ihr jetzt auf den Sommer, wo kommt, gleich viel anbieten wie normalerweise oder müsst ihr aufgrund von der Corona-Pandemie ein bisschen
abspecken, sage ich jetzt mal, müssen da weniger Lehrstellen anbieten. Wie sieht das aus? Nein, bei uns wird es genau gleich besetzt wie geplant. Es ist uns extrem wichtig, dass wir auch die Berufsbildung weiter fördern. Wir brauchen unbedingt gute Fachkräfte auf dem Arbeitsmarkt. Und wegen der Pandemie, die Ausbildung stillzustellen, ist ganz eine schlechte oder sehe ich als schlechte Variante. Und darum ist es uns sehr wichtig, die Lehrstellen können zu besetzen. Wir haben im Moment, ja, freuen wir uns eben auf jede Bewerbung, die kommt und wollen den Schülern auch die Möglichkeit geben, können eine Lehre zu starten im 21. Okay. Nina, wie sieht das bei euch aus? Kann man bei euch noch schnuppern und wie sieht es bei euch aus bezüglich der Anzahl Lehrstellen? Also bezüglich dem Schnuppern ist es so, dass wir dort einen gewissen Teil haben müssen reduzieren. Wirklich ja wegen der Pandemie. Also wir haben sicher noch Schnupperlehren, die wir anbieten können für den Lehrstart 2021. Für das 22 haben wir es ja, leider müssen jetzt stoppen oder einfach einmal noch on hold setzen. Wirklich aber auch im Bewusstsein, dass wir eigentlich das stetig wieder überprüfen und auch mit den Fallzahlen schauen. Ja, wir arbeiten natürlich eben genau mit den Geräten, die momentan eingesetzt werden und gebraucht werden und sehr hohen Aufwand oder Auftragslage, die wir momentan haben. Und darum können wir es einfach nicht überall gewährleisten, dass wir Schnupperlehren anbieten können. Wenn es aber trotzdem die Möglichkeit gibt, dass wir schnuppern können, jetzt gerade für Lehrstart 2021, das auch, wie Vanessa schon gesagt, gelten eigentlich auch da die gleichen Schutzmaßnahmen, wie momentan überall vorhanden sind. Da schauen wir wirklich auch darauf, dass die gut eingehalten sind. Jetzt gerade in der Schule wird das ja auch überall eigentlich so angewendet. Also das sind sich wahrscheinlich mittlerweile auch schon mehr oder weniger gewöhnt. Wegen der Anzahl Lehrstellen, auch da finde ich auch ganz wichtig zu betonen, da haben wir eigentlich auch beibehalten, da haben wir nicht abgespeckt, also da sind wir auch ganz klar der Meinung, wie die Vanessa, wie die Ems-Chemie, dass wir da unbedingt gewährleisten müssen, dass wir noch genügend Fachkräfte haben, weil sonst kommt es uns dann Jahre später eigentlich wieder, fällt uns das zurück und dann merken wir dann, oh, da fehlen jetzt wirklich einige Fachkräfte, was man ja teilweise jetzt schon in gewissen Bereichen merkt, oh, da fehlen die Leute, die wir jetzt bräuchten. Und darum finde ich das enorm wichtig, dass man da so weiterfährt mit Berufsbildung, gerade jetzt ja. Umso mehr. Ja. Schön, ja, dass ihr beide das so sehen und auch, dass es bei euch so kann umgesetzt werden. Die vierte Frage ist ein bisschen simpler. Was darf in einem Bewerbungsschreiben für eine Lehrstelle nicht fehlen? Vielleicht könnt ihr da kurz und knapp ein paar Punkte nennen, Vanessa. Ja, ich denke, das Bewerbungsschreiben, wie wir schon gesagt haben, soll authentisch sein. Wichtig, ein roter Faden, eine Anschrift sicher. Warum der Lehrberuf, warum der Lehrbetrieb? Dann so ein bisschen die Stärken erwähnen. Und auch natürlich, das wäre ganz zuoberst, wo man sich im Moment befindet, also ob man in der Schule ist, in der Oberstufe und was man gerade so macht. Auch ist ganz wichtig, warum der Lehrberuf, nicht einfach schreiben, weil es mir gefällt, sondern ein bisschen ins Detail hineingehen. Oder? Es gibt so viele Möglichkeiten, sich zu informieren über den Lehrberuf im Internet mit Videos, wenn man noch keine Schnupperlehre hat können machen und schon ein Bewerbungsschreiben hat müssen einreichen. Und dort soll man sich wirklich die Zeit nehmen und ein bisschen reinschauen, was macht man eigentlich in dem Lehrberuf und das dann auch ins Schreiben hineinbringen. Und ganz, ganz wichtig wirklich ist die Anschrift, dass man schaut, dass man wirklich, wenn man jetzt der Firma Ems-Chemie eine Bewerbung einreicht, dass die auch an die Firma Ems-Chemie adressiert ist und mein Name zum Beispiel steht und nicht der Herr Müller. Weil sonst ja, macht das schon nicht so einen guten ersten Eindruck. Ich glaube, du hast das super beantwortet. Nina, willst du noch etwas ergänzen? Sonst würden wir gerade zu der nächsten Frage übergehen. Eine kleine Ergänzung, also mehr noch im Bereich eben so die Anforderungen vom Betrieb beachten, das finde ich auch noch wichtig. Also jetzt gerade
Ja, bei den grösseren Unternehmen ist es doch viel so, dass man sich online bewerben sollte. Und ja, das macht schon auch, gibt uns halt wieder einen ersten Eindruck, wenn jetzt eine Postbewerbung kommt. Ist auch schön und gut gemeint, aber das sind einfach wiederum nicht unsere Anforderungen erfüllt. Und dann haben wir das einfach wieder ja, im Hinterkopf und sagen, ja, hat jetzt der das sich nicht mit dem auseinandergesetzt oder wie auch immer. Ganz wichtig. Du kannst vielleicht gerade weitermachen bei der fünften Frage. Was ist bei der Vorbereitung auf ein Vorstellungsgespräch oder auch auf eine Schnupperlehre von grosser Wichtigkeit? Ja, da denke ich sicher auch wieder, dass man sich mit dem Betrieb auseinandersetzt, bevor man da den ersten Fuß rein tut in den Betrieb. Und dass man natürlich auch sich mit dem Beruf einmal auseinandergesetzt hat. Eben, das ist auch in der vorhergehenden Frage schon gekommen. Also, es gibt auf jeden Fall so viel Informationsmaterial, dass man sich auch mal vorgängig einmal drüber liest, Videos anschaut, dass man weiß, okay, was gehört da dazu, dass man vielleicht auch schon vom schulischen Teil ein bisschen Ahnung hat. Und ja, sich eigentlich wirklich ein bisschen vorbereitet und das merkt man relativ schnell, gerade mit den ersten Gesprächen oder ja, wie auch immer, ja, hat sich die Person überhaupt schon mit dem Betrieb und mit dem Beruf auseinandergesetzt oder kommen sie jetzt einfach mehr zur Schnupperlehre, weil sie von den Eltern geschickt worden sind oder von der Schule heisst, ja, ich muss jetzt halt einen Betrieb suchen. Es ist, sagen auch da wieder, wie für beide Seiten schade, wenn man einfach sagt, ja, man muss halt oder mir hat es geheißen, ich soll da herkommen. Super, ja. Dann haben wir eine Frage, die sehr oft immer wieder gestellt wird. Was für eine Bedeutung haben Tests, wie jetzt der Multi-Check oder der Basic-Check? Vanessa, wie ist das bei euch? Muss man so einen Multi-Check jetzt einreichen oder wie funktioniert das bei EMS-Chemie? Bei uns ist es so, dass wir mit Justi zusammenarbeiten. Bei uns machen wir den Berufscheck. Ist ähnlich wie der Multi-Check und der Basic-Check. Es ist für uns ein zusätzliches Instrument, wo wir entscheiden können, jawohl, wir bieten dem Bewerber eine Lehrstelle an oder nicht. Wir tun nicht nur beurteilen aufgrund vom Berufscheck oder jetzt also vom Eignungstest, sage ich mal. Es spielen eben sehr viele Faktoren mit ein, das Bewerbungsschreiben, der erste Eindruck, ob das, und der erste Eindruck ist nicht nur immer im Betrieb, bei einer Schnupperlehre, sondern man lernt sich oft auf Messen kennen, hat dort Schüler, die man kennenlernt und auch sich meistens Gesichter kann merken. Und dort ist schon mal der erste Eindruck, oder? Und das alles miteinander entscheidet dann, ob man eine Lehrstelle bekommt. Es ist nicht allein der Multi-Check, Basic-Check oder eben der Berufscheck, den wir machen. Wie ist es bei Hamilton? Arbeitet ihr auch mit dem Berufscheck zusammen? Ist das ein obligatorisches Dokument zum Einreichen? Nicht in jedem Fall. Also eben auch da haben wir gewisse Berufe, die wir momentan wirklich noch einverlangen. Aber ich sage eben, es ist eine zusätzliche Entscheidungshilfe. Wir tun wirklich auch in der Schnupperlehre eigentlich eben auch den Justi-Check eigentlich schon anwenden. Und das einfach wirklich noch als zusätzliche Entscheidungshilfe, wie man auch, wenn es ähnliche Kandidaten gibt, um mal zu schauen, okay, was ist der Unterschied bei diesen einzelnen Kandidaten. Aber ich finde auch, es ist das Gesamtpaket, das es ausmacht und nicht nur auf das eine fokussieren. Was vielleicht noch wichtig zu sagen ist, also der Berufscheck bei uns wird in der Firma gemacht während der Schnupperlehre. Ein Multi-Check oder Basic-Check wird meistens schon vorher verlangt. Und bei uns jetzt der Berufscheck kostet den Schüler nichts. Ja, okay, super. Siebte Frage, wann kann man bei euch schnuppern? Das Thema Schnuppern, jetzt bei Corona haben wir ja schon so ein bisschen angeschnitten. Gibt es bei euch sonst gewisse Phasen, wo man kann? Kann man in unter einem Jahr immer? Wie funktioniert das bei euch, Vanessa, bei der EMS-Chemie? Ja, ist eine gute Frage.
Weil wir kommen sehr viele Bewerbungen über, die eben für den Lehrstart 22 zum Beispiel erst sind. Das ist auch der Grund, weil die Schüler in der Berufswahlorientierung sich befinden, den Auftrag der Lehrer kriegen, zum Schnuppern. Jedoch dürfen sie das meistens nur in den Herbstferien. Und man muss immer ein bisschen bedenken, wir sind ein relativ grosses Unternehmen, kommen viele Bewerbungen über und ich kann nicht alle in den Herbstferien schnuppern lassen. Und bei uns ist es wirklich so, dass die Schüler, die sich bewerben für den Lehrstart, jetzt zum Beispiel 21, haben Priorität vor denen fürs 22, weil die früher aus der Schule rauskommen. Und dort haben wir jetzt wirklich Schwierigkeiten, um ja, einen Termin dann auch mit den Schulen zu finden, wo man kann sagen, gut, der Schüler darf jetzt schnuppern, oder? Und die Schüler sind zum Teil ein bisschen enttäuscht, weil wir ihnen nicht gerade zu dem Wunschtermin können, ja, eine Schnupperlehre anbieten. Aber dort ist ganz wichtig, auch für die Schüler wie auch für die Lehrer, extrem wichtig, dass man offen ist. He? Und das Ziel ist ja für alle, dass man eine Anschlusslösung findet und man findet auch einen Termin für eine Schnupperlehre. Aber es braucht halt ein bisschen Geduld und Zeit und auch ja, Verständnis, dass eine grosse Firma nicht einfach zu jeder Zeit schnuppern kann, ja, Schnupperlehre kann durchführen. Ja, wie ist es bei euch, Nina, bei Hamilton? Ja, also das ist auch wieder sehr ähnlich wie bei Ems-Chemie. Eben, man stellt es immer wieder fest, dass alle am liebsten zur gleichen Zeit oder eben in ihrer Berufswahlwoche, Schnupperwoche vor Schule kommen würden. Aber das ist natürlich eben gerade für einen grösseren Betrieb nicht immer umsetzbar. Oder auch gerade in Ferienwochen merken wir es auch immer. Für uns ist es auch wichtig, dass ein gewisser Teil der Berufslernenden da ist, wo dann auch doch noch ein bisschen einen anderen Blickwinkel von dem Lehrberuf kann geben, als statt nur der Berufsbildner, wo dann dort ist. Und darum müssen wir das natürlich auch im Voraus planen. Wir planen das jeweils im Sommer, die Termine und eben die Chance, dass es dann immer mit denen Schulterminen aufgeht, ist wirklich nicht der Fall. Und da finde ich auch wirklich, dass man auch eine gewisse Flexibilität ja, von beiden Seiten natürlich darf, erwarten. Also wir lassen ja auch mit uns reden und sagen, okay, vielleicht das Datum oder das, aber auch, dass man eine gewisse Flexibilität gerade von der Schulseite hat. Also, wir haben auch schon eben gehabt, dass man dann, weiss ich, wo haben wir so eine Bewilligung einholen, dass man in Schnupperlehr gehen kann. Und finde, wie das auch Vanessa schön gesagt hat, es ist jetzt das Ziel, dass man nachher eine Anschlusslösung kriegt. Und ja, und für das ist halt der Schnupperlehr schon zentral. Ja, das ist spannend zum Hören. Dann ist es vor allem einfach wichtig, dass man offen hin und her kommuniziert zwischen den Schülerinnen und Schülern und den Firmen. Genau. Ja, und dass sich die Schüler auch mal getrauen, zum Lehrer zu gehen und zu sagen, du, ich muss unbedingt schnuppern, oder? Dass man dort den Austausch auch hat, weil die Schüler getrauen sich oft auch nicht, dann nochmal in der Schule nachzufragen, oder? Dass sie okay. Dort offen sind und auch mit den Lehrern offen kommunizieren. Ja. Ich denke, Kommunikation ist das A und O. Ja. So, dann kommen wir zu der achten Frage. Da geht es jetzt so ein bisschen darum, um die Firma, bei denen ihr arbeitet. Welche Berufe bildet ihr aus, Nina, bei Hamilton? Ja, wir bilden 10 verschiedene Lehrberufe aus, in verschiedenen Fachrichtungen. Also ich kann die gerne aufzählen, wie das erwünscht ist. Einfach ein paar. Okay. Sind nicht ganz so viele wie bei Vanessa. Also wir haben sicher im Informatikbereich, in beider Fachrichtung Betriebsinformatiker und Applikationsentwickler. Wir haben Konstrukteure, die wir ausbilden. Wir haben Automatiker und Automatikmonteure, Polymechaniker und Produktionsmechaniker, Logistiker und auch Kaufleute, die wir ausbilden. Okay. Vanessa, wie ist es bei euch? Du musst vielleicht nicht gerade alle aufzählen, aber einfach ein paar. Genau, also die Lehrprüfe von jetzt Nina aufgezählt hat, die bieten wir auch an. Wir haben aber 15 verschiedene Lehrberufe, die wir anbieten. Speziell erwähnen will ich zum Beispiel den Anlagenführer, der in der Produktion arbeitet, oder den Kunststofftechnologe, der mit unseren Kunststoffgranulat sich auseinandersetzt, also mit unserem Hauptprodukt.
Ja, ich denke, die sind sicher mal wichtig. Und sonst lehrebeiems.ca findet man unsere Lehrprüfe. Ich wollte es gerade sagen, für die, die das Video sehen und an den anderen zwei Daten von der Berufswahl Days teilnehmen, dort wird ihr dann noch ein bisschen detaillierter informiert über die Lehrprüfe und eure beiden Firmen, die ihr arbeitet. Dann kann man dort nochmal reinschauen. Dann die neunte Frage, was ist der Berufswahl Day Graubünden und wieso sollen wir als Klasse teilnehmen? Das ist eigentlich das, was ich am Anfang schon so ungefähr beantwortet habe. Es ist eigentlich eine ergänzende Alternative zu den Berufsmessen, die ja das Jahr abgesagt worden sind aufgrund von der Corona-Pandemie. Es geht eigentlich darum, dass Klassen über eine sehr einfache und innovative Art Informationen über Firmen aus Graubünden ins Klassenzimmer geliefert bekommen. Sie können auch Fragen stellen, was eine mega lässige Möglichkeit ist, was einem nicht sonst immer gerade möglich ist. Und darum ist es sicher eine ganz coole Möglichkeit. Zwei verschiedene Daten, wo sich Lehrpersonen können anmelden können mit der ganzen Klasse, das dann als Webinar ins Klassenzimmer übertragen über einen Beamer, sodass auch live dann können Fragen gestellt werden und man einfach informiert ist, was für Berufsmöglichkeiten das es gibt im Kanton Graubünden. Dann ist die zehnte Frage. Schülerinnen und Schüler fokussieren sich sehr häufig auf ein bis zwei Berufe, kennen vielleicht den Beruf der Eltern oder einfach so ein bisschen die Berufe, ja, das KV etc., die man kennt. Haben ihr Tipps, wie man den Horizont erweitern kann? Vanessa? Also ich denke, es ist ganz wichtig, dass man auch in BITS-Beratung geht, dass man dort die Lehrberufe kennenlernt, die es überhaupt gibt und sich ja, möglichst auch schnuppern, oder? Das ist sicher auch ein Thema, dass man nicht nur sagt, ich gehe den Lehrberuf vom Papi kennenlernen oder von Mami, sondern dass man auch mal einen Lehrberuf anschauen kann, wo in eine andere Richtung geht, oder? Ich denke auch, dass man vielleicht Bereich Technik mal kennenlernen kann, dann Mechanik, wie auch Dienstleistung, dass man so ein bisschen nach Sektor auch aufteilen, oder? Und dass man ja, sich getraut, auch etwas Neues kennenzulernen. Weil ich beobachte oft jetzt den Anlagenführer oder kunststofftechnologisch überhaupt nicht bekannt. Aber wenn nachher die Schüler haben können schnuppern konnten, dann sind die extrem begeistert von dem Lehrberuf. Und das ist auch wichtig, auch wenn man sagt, ja, das KV ist eine super Basis. Heutzutage ist jeder EFZ-Abschluss eine geniale Basis, wo man nachher kann weitergehen und Türen geöffnet werden. Darum, ja, ich appelliere so ein bisschen oder ich empfehle wirklich, sind offen für auch Lehrberufe, die man noch nicht so kennt. Genau, also wir von Justi, wir empfehlen eigentlich auch immer, gehen auch mal online schnuppern. Also es gibt ja irgendwie über 265 Berufe in der Schweiz, die man lernen kann. Wir haben jetzt auf Justi auch Berufsbilder wirklich zu allen Berufen. Es gibt Videos, es gibt Fotos, es wird alles beschrieben. Was sind die Anforderungen für diese Berufe? Was ist der Lehrlingslohn? Alles Mögliche ist beschrieben. Und ich glaube, es ist mega wichtig, dass man sich dort mal ein bisschen durchschaut. Wir bieten ja auch noch den Berufsfinder an. Das ist so ein kleiner Test mit Emojis, wo man 33 Fragen beantwortet. Und nachher werden da ein Beruf vorgeschlagen, wo zu einem könnte passen. Wir empfehlen auch den immer, weil einem nachher auch so die Top-3-Berufe, aber auch noch erweiterte Berufe vorgeschlagen werden. Einfach, dass man mal eine Ahnung hat, was gibt es überhaupt für Berufe, was könnte zu mir passen. Genau. Nina, hast du noch eine Ergänzung zu dieser Frage? Nein, ich finde, da ist jetzt wirklich schon alles gesagt worden. Und eben, ich finde es wirklich auch wichtig, dass man da ja, den Horizont erweitert und eben, es öffnet sich dann auch ganz interessante, spannende Türen. Und ja, wo man dann das Potenzial kann ausschöpfen, wo man vielleicht gar nicht gewusst hat, dass man das so hat. Das ist, finde ich, schön, eben, dass die Jungen da auch ja, leisten und uns zeigen. Dann kommen wir schon langsam zum Schluss. Die Frage 11 ist, habt ihr Beispiele von Karrierewegen jetzt in eurem Lehrbetrieb, wo für Schülerinnen und Schüler spannend sein könnten? Beispiel von jemandem, der eine Lehre gemacht hat und jetzt etwas komplett anders macht. Vanessa, hast du gerade irgendein Beispiel von jemandem, der dir in den Sinn kommt? Das
Sonst kannst du auch überlegen, falls dir etwas in den Sinn kommt, kannst du auch anfangen. Bei uns, das ist sehr spannend, bei uns haben wir ja, ich sage mal, UW-Leiter, die einen Unternehmensbereich leiten, die zum Beispiel eine Laborantenlehre gemacht haben, bei uns hier auf dem Werkplatz und jetzt im kaufmännischen Bereich tätig sind, oder? Und so ein bisschen über verschiedene Weiterbildungen sich dann haben können, an den Ort arbeiten, wo sie jetzt tätig sind. Also eben auch von einem ganz anderen Lehrberuf, Laborant, dann ins Kaufmännische. Das ist jetzt gerade spontan, was mir in den Sinn kommt. Uns ist es auch immer wichtig, den Schülerinnen und Schülern zu sagen, das Berufsbildungssystem von der Schweiz, es gibt wirklich so viele Möglichkeiten. Nach einer EFZ-Lehre kann man auch noch studieren. Man kann an einer Uni, man kann auch nach einer EBA-Lehre noch eine EFZ-Lehre machen und dann an einer Uni. Mit Zwischenweg natürlich, aber es gibt wirklich so viele Möglichkeiten. Und wir sagen immer, dass eigentlich eine Lehre einfach mal ein erster Schritt ist im Berufsleben und dass man nachher jenste Möglichkeiten hat und jenste Türen offen stehen. Ist dir noch etwas in Synchron, Nina? Irgendein Karriereweg aus jemandem von deinem Team oder? Ja, jetzt geht es so spontan. Also eben, da kann ich, ja, es gibt halt immer wieder, eben, man fängt mit einer Lehre an und schlussendlich hat man ja fast eine Position in der Geschäftsleitung. Also wir haben durchaus auch den ein oder anderen Mitglied von der Geschäftsleitung, der sogar bei uns die Ausbildung gemacht hat und jetzt dort angelangt ist. Und das, finde ich, zeigt eben gerade wieder das geniale Berufsbildungssystem von Schweiz auf. Und ja, man, das Zeichen, also das ist ja wirklich etwas so Gutes, wo wir jetzt wirklich davon stolz sind, dass wir das in der Schweiz so haben und wirklich auch super funktioniert. Und eben, ich finde, das sieht man auch immer wieder, eben, es kommen vielleicht auch wieder ehemalige Lernende in die Firma und dann komplett in einem anderen Bereich. Und das ist ja schön zu sehen, ah, mal, der hat den und den Weg eingeschlagen. Das ist, ja, erfreut einen dann wirklich sehr. Okay, super. Dann haben wir die 12. Und meiner Meinung nach, ich glaube, die letzte Frage, wie schlimm ist für euch ein Lehrabbruch? Wenn jetzt jemand den Lehrabbruch hat, haben sie trotzdem eine Chance bei euch, eine neue Lehre zu starten? Nina, wie sieht das aus? Habt ihr den Fall vielleicht schon gehabt oder wie würdet ihr das handhaben? Wir haben auch schon den Fall gehabt, ja. Und, aber ich finde auch, das kann man wieder nicht pauschalisieren und sagen, ja, ja, immer ja oder immer nein. Also es kommt auch wieder konkret auf den Fall drauf an, was ist vielleicht auch der Grund gewesen, an was ist es gelegen. Wir tun sicher immer eigentlich ein Abklärungsgespräch machen, was so ein bisschen die Ursachen gewesen sind. Und für uns eigentlich da auch zentral ist nachher auch Motivation, um den Wiedereinstieg machen oder auch den Abschluss erlangen. Und das merkt man relativ schnell dann auch gerade in dem Gespräch, ja, was ist wirklich der Hintergrund oder will die Person das wirklich erreichen? Ja, und dann kommt es wirklich auf die Dinge drauf an. Aber das würde ich finde auch, doch jede Person hat eine zweite Chance verdient und wenn sie sich auch der Wille zeigt, dann finde ich, ja, ist das auch wichtig, dass man eine Anschlusslösung findet, weil ja, es geht nachher um den Abschluss und nicht, dass diejenigen, die im System durchgehen. Okay. Vanessa, habt ihr das auch? Bietet ihr Jugendlichen, die mal eine Lehre abgebrochen haben, die Chancen an? Oder habt ihr das vielleicht sogar schon mal gemacht, konkret in einem Fall, dass sie dann bei euch die Lehre können, erneut eine Chance eigentlich bekommen für eine Lehre? Ja, das haben wir gemacht. Ich denke, jeder Jugendliche, wie Nina schon gesagt hat, hat eine zweite Chance verdient. Man hofft natürlich immer sehr, dass man aus dem ersten Lehrabbruch etwas, ja, dass er etwas gelernt hat, Erfahrung mitnimmt, dass es eben nicht nochmal passiert. Und so ein bisschen zu der Frage, wie schlimm, also für mich ganz persönlich sage ich jetzt mal, ich finde ein Lehrabbruch schmerzt immer, auch als Lehrbetrieb, oder? Es ist, weil man investiert sehr viel Zeit für die Lernenden, man will ihnen eine gute Plattform bieten und es gibt einfach Situationen, wo es irgendwann halt nicht mehr geht, oder? Und es ist nicht immer einfach, den Lernenden dann auch gehen zu lassen, oder? Und weil man ja gleich miteinander einen Lehrvertrag unterzeichnet hat und ein gemeinsames Ziel hat, das ist der erfolgreiche Lehrabschluss.
Aber man muss auch nichts vorspielen. Also ja, es gibt auch Regeln, oder, wo sich die Lernenden daran halten müssen. Und wenn das mehrmals missbraucht wird, dann ja, ist vielleicht einfach getrennte Wege besser oder vielleicht noch das Zwischenjahr besser, oder, dass man noch ein bisschen reifen kann. Das muss man dann situativ auch anschauen. Aber mir ist einfach immer ganz, ganz wichtig, dass ich kann sagen, man hat alles dafür gemacht und alles probiert, dass eine Lehrfortsetzung oder eine Lehre weiterführen zustande kommt. Und wenn es dann wirklich nicht mehr geht, dass man halt dann getrennte Wege muss gehen. Ja. Ja. Okay. Jetzt habe ich gesehen, da ist noch die 13. Ich glaube, da ist die letzte Frage. Wir hören oft von Vitamin B, kommt das auch in der Lehre vor? Wie sehr sollen die Eltern, Verwandte und Bekannte unterstützen? Oder auch Lehrpersonen? Wie seht ihr das, Nina? Vitamin B, soll man es nutzen? Sollen die Eltern extrem helfen? Sag jetzt mal, Lehrstellen vermitteln für die Kinder? Oder ist das eher nicht so toll? Also ich finde, unterstützen und begleiten auf alle Fälle. Also vor allem, ja, es gibt sicher auch wieder Jugendliche, die wahrscheinlich ein bisschen selbstständiger sind als andere. Aber eine gewisse Unterstützung, finde ich, ist durchaus auch erlaubt und es spricht auch nichts dagegen. Aber eben, das haben wir vielleicht auch, ich weiß gar nicht, welche Frage das war, haben wir vorher gehabt. Also nicht, dass man dann den Tunnelblick kriegt und dann die Eltern dann sagen, ja, gehen dann unbedingt nur dort und dort. Und nein, die Lehrstelle, das ist dann nichts für die. Also einen gewissen Bereich unterstützen oder so eine gewisse Hilfestellung bieten, aber ich finde, es soll dann nicht einschränkend wirken. Das Gleiche eigentlich auch bei Lehrpersonen. Also eben, wir merken auch immer wieder, okay, ah, das ist jetzt von dieser Schule, da ist jetzt die Lehrperson vielleicht ein bisschen aktiver im ganzen Berufswahlprozess, was uns ja wiederum auch sehr freuen tut, weil da merkt man, da ist die Auseinandersetzung mit dem Ganzen ist viel anders verlaufen als vielleicht die sagen, nein, ich unterstütze mein Kind oder meine Schüler, ich lasse sie selber machen. Aber ich denke, da finde ich so das gesunde Gleichgewicht eigentlich sehr, sehr zentral. Das ist eigentlich das, wo wir dann auch merken, wo ist jetzt wirklich die Unterstützung gewesen oder wo ist es einfach gesagt, weil ja, jemand von denen ist, oder der Schüler oder die Schülerin ist einfach faul und die Eltern wollen umzuverrecken etwas ja, da erreichen oder irgendwie in eine Position reinquetschen. Und das ist dann langfristig auch nicht gerade erfolgreich und zufriedenstellend. Ja, ich glaube, das war ein recht gut zusammengefasster Schlusspunkt gewesen. Spannend wirklich, um von euch jetzt die Inputs zu hören aus der Praxis. Wir wären jetzt eigentlich so von den Fragen her, die wir von den Lehrpersonen bekommen haben, am Schluss von dem Podiumsgespräch. Wenn ihr abschließend noch irgendetwas sagen zu dem ganzen Thema bewerben, vielleicht Lehrpersonen oder Schülerinnen und Schüler einen Tipp noch mit auf den Weg geben. Falls ja, dürft ihr das jetzt gerne machen. Falls nicht, würden wir das Webinar dann nachher beenden und die spannenden Diskussionspunkte in den nächsten zwei Berufswahl-Days noch weiterführen. Vanessa, möchtest du noch etwas sagen zum Schluss? Ja, ich denke, ganz wichtig ist, es ist eine schwierige Zeit, oder, eine Lehrstelle zu finden. Darum für die Schüler nehmen die Unterstützung an von den Lehrpersonen und auch Eltern, auch wenn es manchmal ein bisschen harzig ist. Und auch an die Eltern und Lehrpersonen unterstützen die Kinder, für dass sie eine Lehrstelle können finden. Und auch für die Schüler noch, getraut euch. Wir wissen, die in der Berufsbildung arbeiten, wissen, was auf euch zukommt. Und gerade ein Beispiel mit Telefonieren. Getraut euch selber anzuleuten. Und man muss überhaupt keine Angst haben. Und ich habe es viel lieber, wenn der Schüler direkt anruft, als wenn die Mami hinführen kommt und die Mami anruft. Das hat einfach so ein bisschen ein Beigeschmack, der nicht so positiv ist. Darum getraut euch, geht offen auf das Thema zu, sind aktiv und dann freue ich mich auf jede Bewerbung, die kommt zu dem Chemie.
Genau, viel Erfolg wünsche ich allen. Nina, willst du auch noch etwas ergänzen, oder? Ist das so okay? Ja, ist für mich okay. Also, ich glaube, Vanessa hat auch sehr ein sehr schönes Schlussstatement gebracht. Das aktive Sein, das ist ganz wichtig, ja. Dann kommt das gut. Super. Nein, dann freut mich da, dass wir so spannende Punkte können diskutieren miteinander. Und dann freue ich mich auf die restlichen Berufswahldays und hoffe, dass ganz viele Lehrpersonen und auch Schülerinnen und Schüler dann dabei sind. Danke vielmals für euren Einsatz und noch einen schönen restlichen Nachmittag. Danke. Danke auch. Tschüss miteinander. Ciao. Tschüss.